Du möchtest dir einen neuen Rucksack anschaffen, also ein bisschen militärisch, soll wirklich schön robust sein, vielseitig. Dann würde ich das Video anschauen, denn das ist der Tasmanian Tiger Baseback 52. Meiner Meinung nach das beste Raidback MK3. Wenn du sagst, René, wovon sprichst du überhaupt, dann bist du bei dem Video genau richtig. Also bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du am Shop-Kanal dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkräfterei auf Val du Labordet. Ich spann dich gar nicht auf die Folter. Da ist dieses wunderbare Teil hier. Ich habe ja jetzt schon einige Erfahrungen mit dem Rucksack sammeln dürfen. Zuerst habe ich es mal vorgestellt auf der IWA 2022 im März. Und jetzt kann ich da sagen, ja, wieso kann ich das behaupten? Weil dieser Rucksack sehr modular ist, aber anders modular als das bei Tasmanian Tiger der Fall ist, sondern die sagen ganz einfach mit dem hier, mit dem Baseback 52 Liter, da ist ein Rucksack. Da hast du 100.000 Molle Streifen, viele Möglichkeiten und mach draus, was du glaubst, dass du draus machen willst. Der Rucksack ist dem Raidback MK3 ja, irgendwie ähnlich, aber auch irgendwie nicht. Du hast im äußeren Bereich sehr viele Molle Streifen, wir werden es uns auch noch im Detail anschauen. Aber was ist so die Quintessenz von diesem Rucksack? 52 Liter, aber da das gesamte System etwas anders aufgebaut ist, nämlich durch dieses Rollsystem hier oben, das heißt, du hast jetzt nicht so ein Kordel, sondern das ist eben ja, wie ein, ja, ein wie ist das, Waterbag, ich sag so irgendwie, du kannst den auch erweitern, ich glaube auf 65 oder 68, billige Eigenwerbung, das Ding gibt es natürlich bei mir im Shop, ich gebe da unten den Link, da hast du alle technischen Daten und da steht das auch, also deutlich über 60. Das bedeutet, du kannst variieren. Weißt du, jetzt gibt es Rucksäcke, die haben 12 Liter, okay. Dann haben wir die 20, 25, 30 Liter, das ist eine andere Kategorie. Ist ganz woanders, sind wir ganz woanders daheim. Aber dann gibt es halt Rucksäcke in dieser Kategorie hier, die haben 50 und der andere hat wiederum 70 und sagt, ah, ist zu viel. Ich brauche keinen 70 Liter Rucksack, wozu brauche ich den? Ich brauche ihn einfach nicht. Außer manchmal. Und der hier schließt eine Lücke, denn durch die unterschiedlichen Molle Streifen, die es hier gibt, ich werde dir das dann auch noch zeigen, was du an Ausrüstung da drauf geben kannst, kannst du den aufmotzen, auch mit dieser Funktionalität hier und hast sozusagen einerseits einen Rucksack für ein, zwei, drei Tage, kommt jetzt drauf an, ein Tag, wenn du mit der Familie unterwegs bist, drei Tage allein, kannst den aber auch aufmotzen, das haben wir ja auch immer wieder das Thema und auch die Fragen für Leute, die sich einen Survival-Rucksack zusammenbauen wollen, einen Fluchtrucksack oder sowas, wo man sich die Frage stellen muss, ob der militärisch ausschauen soll, aber das ist eine andere Frage. Und daher bietet dir dieser Baseback einfach viele Möglichkeiten. Und das finde ich so spannend. Schauen wir uns einmal den Frontbereich an. Mollestreifen auf allen Seiten. Wenn du jetzt das untere Fach weglässt, also da interessieren mich jetzt einmal die Mollestreifen nicht, sondern nur das obere, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wenn ich mir nicht verzählt habe. Und das auf allen Seiten. Und das ist das Schöne dabei und das gefällt mir bei diesem Rucksack so. Das war Liebe auf den ersten Blick, so zwischen uns zwei. Nämlich auch seitlich. Wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Rucksäcken, wie zum Beispiel dem Raidback, dann sind hier seitlich fix fertig angenäht Taschen. Das ist gut. Super. Aber manchmal brauche ich die nicht. Manchmal ist da einfach nichts drin oder fast nichts drin. Sie hängen aber trotz alledem da. Sie machen Gewicht, Punkt A. Und ja, sind irgendwie überbreit. Bin ich selber breit. Brauche nicht noch einen breiten Rucksack. Denkt man sich, ne? Auf jeden Fall kannst du hier seitlich zum Beispiel eins von diesen netten Teilen da drauf machen. Das, glaube ich, ist der Tech Pouch 7SP. Der passt hier seitlich schön drauf. Und das da ist dieser Bladder Pouch. Ich weiß nicht ganz genau. Eigentlich ist das für eine Trinkblase gedacht. Ich verwende das halt einfach anders. Ich habe da meine zerlegbare Survival-Armbrust drinnen. Aber das mal an einer anderen Stelle. Passt seitlich da schön drauf. Der hat auch noch den Vorteil, dass man den etwas verkleinern kann, vergrößern kann, auch wiederum anpassen kann, so wie man braucht den. Mir passiert es jetzt zumindest so, ich weiß nicht, wie es bei dir daheim ausschaut, aber ich habe halt nicht nur berufsbedingt, sondern auch, wenn ich einen Knall habe, so viele Rucksäcke. Und ja, da sagt man, den nehme ich für das und den nehme ich für diesen Einsatz und jetzt habe ich nicht zwei Tage draußen und so. Wäre es nicht schön, für Mehrtagesausflüge einen Rucksack zu haben, den man so anpassen kann, wenn es dir Spaß macht. Aber wäre auch platzsparender und wie viel Geld man eigentlich auch ausgibt. Ich meine, nichts gegen mein Geschäft, ich kaufe Rucksäcke so viel du willst bei mir oder woanders, auch okay. Nur, wie viel Geld man eigentlich ausgeben für unterschiedliche Rucksäcke,
wenn ich eine Möglichkeit hier jetzt habe, mit unterschiedlichen Taschen mir das zusammenzubauen. Also das hat auch irgendwie seinen Reiz. Aber zurück zum Thema. Dann gibt es hier ein wunderschönes Deckel, unabhängig von dem Teil hier, gibt es ein Deckelfach. Und bei dem Deckelfach kann man abnehmen, das zeige ich dir dann nachher auch, da ist nicht viel dran. Oben hast du auch noch einmal Molle, also 1, 2, 3, 4 Streifen. Ich glaube, das hat das Raidback auch so. Kannst du noch einmal Ausrüstung drauf beibringen und hier 4 solche Ringe. Auch da kannst du noch einmal ein Kurzband durchgeben. Isomatte geben sich sehr viele rauf, sehe ich bei den Trainings, dass viele Leute mit Rollmatten oben gerne kommen. Kannst auch unten dazugeben, wie es da passt, eine Jacke, egal. Auf jeden Fall, die Möglichkeit ist da und das ist das Schöne. Jetzt gibt es hier ein Deckelfach und da ist nichts organisiert, was ich gut finde. Du hast einfach das Zeug, das ist noch von den Survival Trainings drinnen. Ich habe nämlich das ganze Jahr dafür eben genutzt und da packst du einfach rein. Hier bedeutet das jetzt wieder, wenn ich jetzt weggehe von dem modularen System, das wir bei TT immer wieder sehen, mit so Klettpouches und alles ist an der Stelle, wo es hingehört, da brauchst du eben wiederum Stausäcke, kleine Organisationssäcke, die wir natürlich auch im Shop haben. Also ich sage, okay, alles was Orientierung betrifft, gebe ich in einen Sack rein. Denn eins ist natürlich klar, wenn du da aufmachst und da ist alles komplett voll, dann rinnt das Zeug raus. Das soll nicht passieren. Das kannst du hiermit in den Griff bekommen. Bedenke, dass sich dieses Fach nämlich auch wirklich komplett aufdecken lässt und dann wird da das ganze Zeug entgegenkommen. Gut, soweit so gut. Sehr viel Platz. Also du hast jetzt gesehen, was ich an Zeug da drin gepackt habe und da ist noch immer Platz nach oben. Also das ist das Deckelfach. Mehr ist an Organisation hier nicht gegeben, also keine Streifen oder sonst Klettflächen. Im Innenbereich gibt es wiederum das gute alte, wie wir es von Tasmanian Tiger kennen, ja, Erste-Hilfe-Bereich. Der ist auch relativ groß, also der geht ganz nach außen. Also so ein klassisches Erste-Hilfe-Set und ein paar Kleinigkeiten kann man da noch locker mit dazugeben. Also das geht sich einmal aus. Gut. Das Deckelfach kann man natürlich, da ist auch noch einmal eine Klettfläche für einen Bounce schon da irgendwas drauf. Ne? Also auch das ist alles super, wunderbar, großartig. Und du kannst, wenn du magst, dieses Deckelfach auch abnehmen. So. Und jetzt wird das hier rausgezogen, ist noch einmal extra gesichert, mit 3 Teilen gesichert und dann kannst du das Deckelfach abnehmen und eben nicht mitnehmen. Vielleicht gibt es ja Situationen, wo du es eben nicht brauchst. Der kann das. Wenn ich mir andere Rucksäcke anschaue, die ich alle gern habe, wie gesagt, die kannst du ja alle bei mir kaufen, gerade immer oder woanders, ja. Aber das hier ist einfach super. Ich kann das abbauen und jetzt habe ich eben nur mehr meinen Rollsack. Bedeutet, ich kann den zum Beispiel komplett auffüllen und dadurch auch mehr an Volumen hineinbringen. Oder ich mache das Ganze hier zu. Ist übrigens nicht wasserdicht, also doch dicht, meine ich damit. Also Spritzwasser oder Regenwasser oder so weiter. Das ist natürlich ganz klar. Aber das ist jetzt kein Tri-Bag per se, mit dem man tauchen geht oder so. Ne? Aber dennoch. Ne? Und ich glaube, dass dir auch klar ist, was hier die Idee ist. Wenn man sich das, diesen Sack hier auch anschaut, dann ist der trapezförmig angeordnet, dass man eben oben noch mehr Platz hat und es wird dann nach unten etwas enger. Ob das jetzt notwendig ist, was das bringt, es ist einfach so. Es ist einfach so. Vielleicht hat es einen Vorteil. Ich wollte der Vollständigkeit aber dazu gesagt haben. Dann hier kann man das noch einmal einklappen. Auch alles cool, alles wunderbar. Hier sind dann auch noch einmal, ja, solche Schlaufen, ich nenne das jetzt mal Schlaufen mit dabei. Auch hier könnte man, ich weiß nicht, ob es einen Sinn für dich hat, aber ich sage es, weil es drauf ist. Hier könnte man, also die 2 Schlaufen sind noch extra, das ist die Schlaufe, in der das Deckelfach noch einmal über den dritten Bereich mit so einem Klicksi gesichert ist. Aber hier könnte man auch noch einmal ein Gummiband durchbringen und auch da noch einmal was draufbauen. Für den, den es wichtig ist, soll das so sein. Dann haben wir hier einen Tragegriff, der ist vorne nicht mehr, der ist nur hinten. Der ist aber schön stabil ausgeführt, also da brauchst du überhaupt keine Sorgen machen. Das ist einmal sehr, sehr schön gemacht. Gut, dann eben, ich habe schon beschrieben, ich habe hier noch einmal solche Möglichkeit da Gestänge, Nordic Walking Stecken. Nordic Walking Stecken, Wanderstöcke. Wanderstöcke mit dem Militärrucksack zu transportieren, am besten in Tarnfarbe, Multicam. Ja, wo auch immer. Kann ich hier noch mit dazu platzieren. Antennen für die Militärpersonen, da bin ich jetzt wirklich nicht der Richtige. Also da
da hast du vielleicht sicher bessere Ideen. Schreib mal gerne einen Kommentar, was man da noch reingeben kann, außer Wanderstöcke. Sei es drum. Gut, also das ist einmal der Frontbereich und der äußere Bereich. Übrigens, jetzt mache ich billige Eigenwerbung. Da siehst du unsere All-Day Carry mit unserer All-Day EDC Lampe. Ich muss dazu sagen, dass die Lampe für den Autobereich zum Wegausleuchten okay ist, aber da kann man sich was anderes drauf poppen. Aber ich wollte es einfach nur wieder mal billige Eigenwerbung machen. Dann, bevor ich zum Hauptfach komme, mag ich noch zum Bodenfach etwas sagen. Das Bodenfach ist wie gehabt, wie wir das kennen von Tasmanian Tiger. Viele geben da den Schlafsack in den Rucksack rein. Das kann man natürlich tun, ist überhaupt kein Problem. Geht sich auch aus. Ich glaube, da, was haben wir da reingeben? Ich glaube, wir haben da Tropen geht sich da ganz locker aus, weil, um die in dieser Kategorie zu bleiben, Carinthia Tropen, das geht sich alles ganz locker aus. Den Defense 4 habe ich selber nicht ausprobiert. Habe aber gehört, das ist jetzt wirklich nur von Hörensagen, möchte ich gleich dazu sagen, ja, dass sich auch der ausgeht. Und weil das Fach gleich groß ist, mit viel Stopfen geht sich das aus. Ob das Sinn macht, ist eine andere Geschichte, musst du für dich selbst entscheiden. Auch da habe ich jetzt noch das ganze Zeug von den Trainings Steripen mit dabei. Was habe ich denn da drin? Das ist jetzt Maxpedition, ups, Konkurrenzprodukt, wie auch immer. Geht sich sehr schön aus. Du kannst auch dieses Fach hier noch einmal, so wie wir das von anderen Rucksäcken kennen, aufmachen und kannst hier ins Innere, denn es gibt seitlich keine Öffnenmechanismen. Was heißt das? Das ist ein klassischer Toploader. Du kannst von oben rein und aus. Fertig. Du kannst ein großes Fach machen, kannst es unterteilen durch diese Funktionalität hier. Ja, und das war es dann im Endeffekt. Seitlich hast du die Möglichkeit, also auf beiden Seiten so ein Trinkflaschen, Trinksystem, Schlauch, irgendwas rauszugeben, beziehungsweise, ich weiß es nicht, kann man da, wenn man Antenne oder sowas, ich meine, es ist ernsthaft, eine Antenne, weiß nicht, oder Gegensprechanlagen, also so, aber ich glaube nicht, dass man das da hat, ich glaube, dass es ja auf einer Kampffeste ist, aber da sind Militärpersonen besser gefragt, da bin ich nicht der Richtige dafür. Und da ich Trinkblasen nicht so gern habe, also hat das für mich keinen Nutzen, aber ich wollte es einfach dazu gesagt haben. Wir haben hier das V2 Plus System, auch wie vom Ratepack. Ich vergleiche den immer gern mit dem Ratepack, einfach aus dem Grund, weil das mein Ratepack ablöst, deswegen. Wenn du das noch nicht kennst, das Ratepack, wurscht. Ich glaube, dass du hier an der richtigen Spur bist. Lässt sich gut einstellen, lässt sich auch für größere Personen gut einstellen, wenn man das relativ gut auch nach oben, weil auch der gesamte Rucksack relativ lang ist. Also der ist nicht breit, ist keine Wolke, sondern ist eher nach oben. Das ist vielleicht für kleinere Personen ein bisschen ein Nachteil, weil er relativ weit nach oben steht. Aber für größere, also so, weiß ich nicht, ich bin 1,83 groß, also ist das super. Und wenn du noch größer bist, 1,90, vielleicht sogar 2 Meter, ich bin mir ziemlich sicher, dass du da an der richtigen Stelle bist. Ich will zu dem System relativ wenig sagen, weil ich das schon 100 Mal beschrieben habe. Super Polsterung, D-Ringe zum Anbringen von Ausrüstung, der Brustgurt, also es ist einfach cool, kannst alles einstellen. Es gibt viele Tragesysteme, aber das ist mir eines der liebsten, aber soll so sein. Schön gepolstert, alles cool. Dann wiederum die Flossen hier auf der Seite. Da kannst du die Toolpockets zum Beispiel sehr gut anbringen. Das heißt, Leatherman zum Beispiel, also Multitool oder Swiss Tool, was auch immer du gerne hast, Taschenlampen. Lässt sich hier alles sehr, sehr gut anbringen mit diesen Teilen. Und natürlich auch beidseitig den Bauch anziehen, wenn du den einen hast. Außer du hast Bauchmuskeln. Ich habe einen Bauch und wenn du Bauchmuskeln kannst, deine Bauchmuskeln anziehen. Nein, im Ernst, dadurch hast du bei deinem Rucksack einfach extrem sicheren Halt. Dann gehen wir noch nach unten. Das ist auch etwas, was echt cool ist. Was mir bei dem Rucksack extrem taugt. Und du merkst vielleicht, dass ich sehr enthusiastisch bin, weil ich den einfach großartig finde. Das ist einfach ein großartiger Rucksack. Das ist jetzt egal, weil das haben andere Rucksäcke auch und diese kleinen Klettstreifen, die kann man sich auch mit dazu, kann man sich ja nachträglich auch noch kaufen. Das ist nicht der Punkt. Aber was ich hier total genial finde, ist, dass du mal unten zwei Schlaufen hast, aber da du kannst es einerseits einfahren, so wie ich jetzt gehabt habe, aber du kannst es auch groß machen. Und zwar, dann hast du hier riesige Schlaufen. Schau dir das an. Es gibt immer wieder das Thema, dass sich die Rollmatte, also die Rollmatte zum Beispiel, oder ein Schlafsack oder ein Zelt ums Ötzel, ich wollte Ötzel sagen, A, mit A, Ötzel sagen, ja, nicht ausgeht und man da reinkämpft.
dieses Problem hast du hier jetzt nicht. Ja? Das ist wunderschön. Du kannst den dann auch hier wiederum einhängen und du könntest auch zwei Dinge gleichzeitig transportieren, weil hier so eine Befestigungs... Weiß nicht, wie das D-Ring ist das nicht? Irgend so eine Befestigungsteil. Das bedeutet, du kannst unten und auch vorne etwas anbringen. Würde jetzt bedeuten, wenn du dir einen Gurt für oben checkst, kannst du einerseits oben etwas tragen, also am Deckelfach, wenn du das willst, und könntest hier Matte und Schlafsack auch noch mit dazugeben, wenn das für dich ein Thema ist. Beim Schlafsack müsste man natürlich immer aufpassen, wenn das irgendwas Kleines, Komprimiertes ist, dann wird der da runterfallen, dann macht das keinen Sinn, dann ins Innere. Aber die Möglichkeit besteht. Es gibt immer was zu transportieren. Also einfach von der Idee her, ja, das geht da jetzt sehr, sehr schön. Das haben sie gut gemacht, da muss ich einfach sagen, deswegen habe ich am Anfang auch gemacht. Das ist super. Das ist wirklich super. Seitlich haben wir Kompressionsriemen, die man verwenden kann, wenn eben etwas weniger eingebaut ist oder wenn man seitlich etwas transportieren möchte. Und auch hier wiederum. Gell? Also da ist einfach nicht, da haben die Burschen von TT einfach nicht gespart. Da ist genügend Platz. Also das ist einfach, das ist auch super. Hast du auf beiden Seiten. Dann, ich habe das noch nicht genutzt. Ich habe mir das erklären lassen von Tasmanian Tiger auf der Messe. Es ist auch standardmäßig dabei, aber ich habe es weggeben, weil ich es noch nicht gebraucht habe. Aber vielleicht gibt es da draußen jemanden, der sagt, der braucht das. Und zwar, du kannst das hier jetzt einklappen. Und wenn ich jetzt hier alles komplett voll mache mit Zeug, dann brauche ich ja vielleicht eine Möglichkeit, das nach unten zu spannen. Und dafür gibt es Gixis, die man hier einsetzt. Und dann kannst du hier einrollen und das Ganze so nach unten spannen. Das heißt, der wird so nach unten gespannt, so wie man das von anderen Tri-Bags, anderen Herstellern auch kennt. Wobei das hier kein Tri-Bag ist, möchte ich gleich dazu sagen. Aber hier nach unten spannen und dann hast du auch Zug nach unten. Das heißt, einerseits, wenn du ihn komplett aufgefüllt hast auf die 68 oder 67, nagel mich da nicht fest. Schau im Shop nach, da beschreiben wir das sehr gut. Aufblasen und dann noch einmal nach unten komprimieren. Also auch das ist sehr, sehr, sehr gut möglich. Das Teil ist natürlich super robust, alles schön wunderbar vernäht, so wie wir das von TT kennen. Cordura, Tape, irgendwas. Schau es da an. Ich kann dir nur sagen, als interessierter, ich bin kein Materialfreak, gell? Aber ich kann dir nur sagen, absolut haltbar, lässt sich auch gut wieder reinigen, abbürsten. All das ist sehr, sehr gut möglich. Ein sehr, sehr schöner, vielseitiger Rucksack, der einfach, so sehe ich das zumindest, dir viele Möglichkeiten, Variationen ergibt, ohne dich wirklich einzuengen. Das Ganze ist natürlich etwas unfair. Warum? Ich bin ein TT-Fan. Ja. Das heißt nicht, dass ich alle TT-Produkte gut finde, das natürlich nicht. Aber ich bin ein TT-Fan. Und ich glaube auch, dass dieser Rucksack hier dir viele Möglichkeiten bietet, aber das auch nicht für jeden etwas ist, wo ich sage, das brauchst du unbedingt. Wenn du klassisch wandern gehst, ja, dann brauchst du nicht so einen Rucksack, denn das Eigengewicht dieses Systems ist natürlich nicht zu vernachlässigen, das ist ganz klar. Wenn du aber in deinem Anwendungsgebiet, das dich interessiert, sei es Bushcraft, Survival, Krisenvorbereitung oder einfach, weil du Militärzeug cool findest, dann hast du hier eine Plattform, von der du wirklich gut wegarbeiten kannst. Und ich habe beim letzten Video es so gesagt und ich sage es jetzt auch wieder, meiner Meinung nach, also für mich zumindest, löst der hier das Raidback MK3 für mich ab. Das heißt nicht, dass das TT, es ist keine, ich bin nicht bei TT, ja, wie gesagt, ja, die haben natürlich noch immer den Raidback und auch den kriegst du natürlich noch bei uns, aber meiner Meinung nach ist das hier ein weiterer Schritt, auch wenn die das vielleicht nicht so sehen oder das vielleicht gar nicht die Idee war, aber meiner Meinung nach ist das ist etwas, was das Raidback einfach massiv ergänzt oder ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Also das ist mein neuer Lieblingsrucksack für das Einsatzgebiet des Raidback. Also früher habe ich den Raidback mitgehabt bei den Survival Trainings, die mehrtägig waren und jetzt habe ich den mit. Wichtig vielleicht, es gibt zeitlich keine Taschen, weil wir da jetzt schon sind. Manchmal gibt es da ja irgendwelche Möglichkeiten, eine Flasche oder was reinzustecken. Hier ist wirklich nur ein Sack. Du hast wirklich nur einen Sack, den du anpassen kannst. Also wenn du eine Trinkflasche außen anbringen willst, brauchst du das dazugehörige Pouch. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch ein Nachteil. Das ist ganz klar. Aber ja, musst du für dich selbst entscheiden. Das war jetzt mal der erste Test, den ich jetzt ein paar Monate gemacht habe mit dem Basepack. Es wird einen Langzeittest geben. Es wird einen 3-Jahrestest geben, so wie beim Raidback. Aber das ist halt mein neues Lieblingsteil.
Ich gebe da, und das war alles billige Eigenwerbung natürlich, den Link in meinen Shop, wo du das Teil kaufen kannst. Kannst du es aber auch woanders kaufen, ist wurscht, ja. Mich würde interessieren, ob du das auch hast, das Teil, was schon deine ersten Erfahrungen sind. Gibt es ja erst seit heuer 2022. Ich glaube, im Frühjahr ist das dann rausgekommen. Ich glaube, im Mai sind dann die ersten gekommen. Also so lange. Ich habe einen zur Verfügung, das muss man auch noch dazu sagen, vielleicht, ich habe einen zur Verfügung gestellt bekommen von TT zum Testen. Das heißt, muss ich auch vielleicht dazu sagen, dass ich vielleicht schon ein bisschen länger das ganze Teil zur Verfügung habe. Aber ja, das war es ganz einfach. Super Sache. Schreib mal gerne einen Kommentar. Daumen nach oben, dein Reini Rossmann. Und bis bald.